So, es geht direkt weiter mit Battlefire und Wolken. Oh, da vorne ist mein Schatten zu sehen. Seht euch meinen Schatten an, ein wunderschöner Schatten da unten. Mysteriös. Naja, egal. Da oben gab es übrigens keine neuen. Okay. Erstens, wieso hat er mich nicht angesprochen? Zweitens, wieso again? Oh. Käfer. Geist. Ich glaube, das war nicht so gut. Obwohl, wie rum war es jetzt? Waren nicht Käfer-Attacken gegen Geist-Attacken sehr effektiv, gegen Geist-Pokémon? Nein, waren sie nicht. Genau, Käfer war gegen Psycho gut. Ja. Ja, mir ist egal, was dich da alles erhöht. Das ist mir Latte. So, das Vieh wird auch tot sein. So viel Leben kann sie nicht ganz haben. Ich schon gesagt haben, wenn sie zu überlebt hätte. Oh, noch so ein Vieh. Aber ich finde, in einigen Sachen könnte Pokémon durchaus realistischer werden. Beispiel, im letzten Part. Es hat gebrannt und es hat geregnet. Technisch gesehen müsste die Verbrennung dann aufhören, weil es ja Regen, ne? Also logisch. Oder zum Beispiel, wenn ich ein Käfer- oder Pflanzen-Pokémon verbrennen würde, oder anbrennen würde, dann müsste es ihm mehr Schaden machen als einem Wasser-Pokémon. Also, das wäre zum Beispiel logisch. Das könnte man sich auch für die kommenden Pokémon-Teile überlegen. Also, ich meine, ist doch logisch, oder? Dass einem Käfer-Pokémon, einem Käfer- oder Pflanzen-Pokémon eine Verbrennung mehr wehtut als einem Wasser-Pokémon. Oder dass bei Regen das halt aufhört, ne? Also, ist alles logisch. I lost again. Ich habe noch nie gegen dich gekämpft, wer bist du? Oder was auch verdammt logisch wäre, dass wenn ein Pokémon bereits brennt, ich es nicht mehr einfrieren kann. Das wäre nämlich auch verdammt logisch. Weil es ja schließlich brennt. Und wenn es brennt und dann ich es einfrieren würde, würde ich es durch das Feuer ja wieder auftauchen. Also es gibt so viele Logikmacken in Pokémon. Wolltest du nicht auch kämpfen? Okay. Warte, was? Yeah. Na, jetzt kann ich einen coolen Ton wieder machen, wie geil. Okay. So wäre da auch noch. Ach ja, bei Quas hat sie ja gefragt, ob ich sie fett finde, ne? Da habe ich ja eiskalt ja gesagt, glaube ich. Noch mehr Beeren. So, da hinten ist noch ein Pokéball, den will ich haben. Seelord. Found full heal. Nice. Seelord. War da oben... Das habe ich jetzt eigentlich nicht gemeint, aber ja, kreiere durch eine neue Ninja-Technik. Ist mir Latte. Zwei Pokémon. Das finde ich. Gegen das Hidden Power sehr effektiv war. So was ich mich erinnere. Jo. Zwar sehr effektiv, aber nicht wirklich schade. Oh nein, das ist aber nicht das, was mich für... Scheiße. Ich könnte versuchen, das schnell down zu kriegen und... Na, ich versuche mal kurz, schnell down zu kriegen. Okay. Was ist das? Ach so, wie ist die Attacke? Wie ist die Attacke? Mir fällt es aber nicht ein, schade. Oh, fuck. Ist leer. Was zur... Ach ja, er hat seine Verteidigung erhöht. Ja, es wird bei The Poison nicht weiß.
verliere immer 12. Das heißt, 3 Runden überlebe ich noch. 2. In der dritten sterbe ich. Critical Hit. Wow, hätte auch wirklich viel Schaden gemacht. Was kommt jetzt? Ach, das. Okay, jetzt sollte ich switchen. Und zwar zu Millie, weil sie ja eh noch sich auffüllen wollte. Schwertertanz. Viel Spaß. Ja, Speed Booster. Halt, was soll ich anders machen? Oh Gott! Hypnose. Ja, jetzt kannst du so einen großen Speed Booster haben, wie du willst. Das bringt dir jetzt nicht viel, weil du schläfst. Halt. Hier. Paralyse. Aufwachen. Poison. So. Ja, schläft immer noch tief und fest. Das ist schön für uns. Speed Booster ist okay. So, Traumfresser. Ah, das darf doch nicht. Also ich glaube, die wollen mich verarschen. Ja, Speed Booster. Na, mal eben. Alter, ich werde das sowas von nicht treffen. War ja so klar. Sag mal, hat das halt überhaupt... Warte, Doppelteam... dann noch... Doppelteam... Sandattacke... Schwertertanz... Hat das eigentlich irgendwas drauf, was mir wehtun kann? Ich könnte mir vorstellen, es hätte Air Critter drauf. Es hat Air Critter drauf, weil... Ah! Ja, wenn man zu schnell klickt und nicht aufpasst. Wetten, jetzt wacht es auf. Ich wollte schon fast sagen. Aber jetzt treffe ich bestimmt nicht. Doch, geil. Wow. Eindruck. Ja, neue Ninja Technik ist mir Latte. Ich bin jetzt mal interessieren. Nein, ich switch Summary. Wie viel Schaden macht das? 100. Wow, es macht mehr Schaden als Psychokinese. Deshalb ist es so stark. Und es heilt auch noch. Okay, ich ziehe das Sable nach vorne. Denn Shadow ist schon fast tot und hat die Attacken leer. Also sagenhaft, wie ich eiskalt immer wieder auf dieselben Pokémon treffe. Naja. Da oben müsste noch so ein Wanderer sein. Ja, das ist der Wanderer. Ja, und hier wird halt das Legendäre sein. Also Regi, Rock, Steel oder Eis. Ich habe mich schon mal vorab erkundigt, tut mir leid. Es werden hier Hunde sein. Also so Wolfshunde oder so. Oh, das ist cool aus. Das ist cool aus, Plätscher. Aber welcher hier sein wird? Ich weiß schon mal, wo noch ein anderer ist. Aber, naja, jetzt weiß ich auch halt, dass hier einer ist. Das wäre sowieso so gewesen. Und der letzte ist halt in der Wüste. Moment. Moment. Es gab hier doch gar keine Wüste. Das heißt, was gab es? Oh man. Es wird lustig, seinen letzten zu finden. Der war sonst eigentlich immer am einfachsten. Dann. Ja, let's fight. Was sie auch gelabert hat, ich habe keine Ahnung, ich habe nämlich nicht gelebt. Eine Hexe. Hexe. Verbrennt sie. Wow. Achso, das ist die Weiterentwicklung. Übrigens, als ich sagte, Pokédex vollkriegen, ne? Möchte ich ihn insofern vollkriegen, dass ich alles fange, was ich gesehen habe. Oder sonst irgendwie. Also, wow, ist das geil. Das heißt, dass ich halt nur das fange, was ich auch fangen kann. Denn nicht wundern, dass ich zum Beispiel... Der killt sich jetzt nicht gerade wirklich selber, oder? Oh. Das war demütigend. Gott. Ja,
Hat sie gesagt, ich liebe es zu verlieren? I love Lost. Also hier wird es auf jeden Fall neue Pokémon geben. Das nehme ich mal stark an. Und ich hoffe es auch. Berries, noch mehr Berries, noch mehr Berries. Ich sammle Beeren, sammle Beeren, sammle gerne Beeren. So, du willst auch kämpfen? Stop, have a good look with Demon. What? Ah, okay, schlecht aussehen tut sie nicht. Das Viech kenne ich. Das habe ich schon mal gesehen. Eisstrahl. Und jetzt wird es auf den Boden liegen und sterben. Oh, das hat viel Leben. Sonst geht das Leben viel schneller runter. Oh je, Axelix haben wir erreicht Level 47. Versucht, was zu lernen. Fiatans? Nö, danke. Fiatan. Ja, stopp lernen den Fiatans. Was ist das denn? Ach, da ist das coole Viech. Jawohl, kann man sich was Besseres wünschen? Was zur Horrorabblick? Nein, gar nicht wahr. Horrorabblick wird anders aussehen. Und mich nicht paralysieren. Was müsste reichen? Ich glaube das. Au, au. Also ich werde Xenoxable auf jeden Fall noch Fliegen beibringen, dafür tue ich den Gast weg. Wow. Der Critical Hit. Und das dürfte reichen. Okay, Stampfer. Alter! Ich will jetzt nicht noch einen Eisstrahl verschwenden, deshalb. Na also. Obwohl, eigentlich hätte ich einen Eisstrahl verschwenden können, weil da vorne hier die nächste Stadt ist, glaube ich. Naja, Leute, ich mache hier einen Schnitt. Und ich würde sagen, wir sehen... Moment. Ja, da vorne ist... Was kommt jetzt? Ich wollte einen Schnitt machen. So, wie gesagt, ich stehe im Gras. Also, ich mache einen Schnitt und wir sehen uns im nächsten Part, Leute. Und finden heraus, was da vorne ist. Haut rein!